Die Zeit der Experimente ist vorbei, sofern es die überhaupt bei einer Weltmeisterschaft gibt. Mann, oh Mann, was haben wir für eine Gruppenphase in den letzten Tagen und Wochen gesehen? Eine, die wenig Tore hervorgebracht hat, aber trotz alledem überraschend war. So sehr überraschend, dass Frankreich nur noch als eines der vier bestplatzierten Teams bei der WM 2006 die Runde der letzten 16 überhaupt erreicht hat. Deutschland raus, Italien raus als Weltmeister, Portugal raus. Habe ich noch irgendeine Mannschaft vergessen, die jetzt von Namen und Klang her, ja, die Tschechen, ne? Die Schweden. Die Elfenbeinküste, die ja auch schon eine Mannschaft gehabt hat, die durchaus das Zeug hatten, auch wenn sie jetzt in der Todesgruppe C gewesen sind mit Argentinien und Holland. Dafür sind einige Überraschungsmannschaften drin, wie Saudi-Arabien, der Iran, die wir heute auch noch sehen werden, und vor allem die Mannschaft, die gleich hier im Münchner WM-Stadion in der Allianz Arena auflaufen soll, die Mannschaft von Trinidad und Tobago. Gegen Polen geht's, gegen den Sieger der Staffel A. Ausverkauftes Haus wird es sein. Ob so viele deutsche Fans noch dabei sind, ich weiß es nicht. Nach der Performance in der Gruppenphase und mit dem dann doch verdienten Ausscheiden in der Gruppenphase, ist es die erste Mannschaft, denen das gelingt. Der erste Gastgeber, die USA, hat geschafft, ins Achtelfinale zu kommen. Südafrika sollte eigentlich die Mannschaft sein, die in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft scheitert, als bisher einzige Mannschaft. Aber nun gut, jetzt hat Deutschland denen das vorweggenommen, wie damals mit ein paar Tatas die WM weggeschnappt. Aber man hat sich ja darauf geeinigt, dass die WM 2010 in Südafrika stattfinden soll. Aus 32 macht 16, gehen wir runter nach München. Ich habe hier in der Einleitung genug gequatscht. Legen wir los! Polen gegen Trinidad und Tobago. Und im Anschluss Argentinien gegen den Iran. Der erste Achtelfinaltag bei dieser Weltmeisterschaft. Dafür geht es nach, wie gerade eben schon gesagt, nach München in das extra für diese Weltmeisterschaft erbaute WM-Stadion. 66.000 Zuschauer fasste dieses Stadion ursprünglich. Mittlerweile sind es ja ein paar Tausende mehr. Hat man die Kapazität erweitert. Deutschland hatte hier am 9. Juni das Auftaktspiel gewonnen gegen Costa Rica. Das Stadion sah ein 2:0-Sieg Brasiliens. Eine Nullnummer zwischen Tunesien gegen Saudi-Arabien. Der Sieg Brasiliens war gegen Australien. Und eine weitere Nullnummer zwischen der Elfenbeinküste und Serbien-Montenegro. Das ist jetzt das fünfte Spiel. Danach findet noch ein Halbfinale, und zwar das zweite hier, statt. Polen als Gruppensieger der Staffel A mit zwei 1:0-Erfolgen. Eins gegen Ecuador und das andere dann eben gegen die DFB-Auswahl. Ehe sie dann mit einer Nullnummer gegen Costa Rica das Achtelfinale erreicht haben. Polen noch ohne Gegentor bei dieser Weltmeisterschaft. Arthur Borut hat gegen Costa Rica 90 Minuten spielen dürfen. Jerzy Dudek vom FC Liverpool jetzt wieder der standesgemäße im Kasten der Polen.
Auch auf der anderen Seite ist Avery John wieder zurückgekehrt nach seiner roten Karte gegen England. Ist er jetzt wieder mit dabei? Total in dem fehlt noch ein Name auf Seiten der Polen. Radoslav Sobolewski. Er hat gegen Costa Rica die zweite gelbe Karte gesehen und fehlt somit hier. Gelb gesperrt. Ihn wird Arkadiusz Radomski vertreten. Thomas Jasa sitzt auf der Bank, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, auch wieder verfügbar für die polnische Mannschaft nach seiner roten Karte gegen Deutschland. Trinidad und Tobago kann hier mit ganz viel Selbstvertrauen reingehen. Man hat schon die Fußballwelt ins Staunen gesetzt. Alleine schon mit der Teilnahme am Achtelfinale bei dieser WM 2006. Es sollte bisher ihre einzige WM-Teilnahme sein. Dwight York, Stern John, Shaka Hislop und Co. in den roten Trikots von rechts nach links, die Polen in weiß hier bei diesem ersten Achtelfinale dieser 18. Fußball-Weltmeisterschaft, besser gesagt die Rekonstruktion dieser 18. WM. Russell Letterby probiert das mal direkt mit einem ersten Ball in den 16er. Trinidad immer noch und hat auch die erste Chance mit Artis Whitley, der nicht vernünftig angegangen wird. Er probiert es mal, Jerzy Dudek, der Ball wäre ans Außennetz gegangen. Geht somit noch hin. Sicher ist sicher, gibt ein Eckball für den Karibikstaat. Polen das erste Mal seit 1982, wenn ich mich nicht irre, die Gruppenphase überstanden. In dem Jahr wurden sie Dritter. Nach der Halbfinalniederlage gegen Italien sollte man 1982 im Spiel um Platz 3 Frankreich schlagen. Jetzt gibt es die nächste Ecke, die wird kurz ausgeführt von der anderen Seite, aber da ist nicht wirklich viel zu machen für Trinidad und Tobago. Okay, ich lag nicht ganz richtig. Es ist das seit 1986, wo man zum letzten Mal ein Achtelfinale bei einer WM erreicht hatte. Das ging allerdings übel in die Hose. 0-4 gegen Brasilien. Aber noch nicht so weit weg. Für Trinidad und Tobago natürlich was ganz Besonderes hier. Alleine schon die drei Spiele, die sie bisher in der Gruppe absolviert haben. Die Polen noch sehr vorsichtig in den ersten Minuten, lassen Trinidad und Tobago so ein bisschen spielen, ein bisschen die Räume anbieten. Und so viel Respekt gehen sie daran. Das Whitley, er hat ja die beiden Vorlagen gegen Schweden gegeben zu Stern John bei diesem 2-0 Erfolg in Dortmund. Ja, da wird geschoben, gibt natürlich einen Freistoß für die Polen, ganz klar. Da zitiert er zu sich Carlos Edwards und Kamil Kozowski. Die beiden streitenden Parteien. Kommt bisher immer noch ohne Verwarnung aus.
Andrews, Latipi, gegen Szymkowiak. Das ist ein Einwurf für Trinidad. Prosperto, ganz junger Mann, der noch viel Vorsicht hat. Rock mit dem Fehlpass. Jacek Czinovek ist da. Der Leverkusener. Und spätere Wolfsburger. Szymkowiak, Frankowski, die Stürmer bisher der Polen bei dieser Weltmeisterschaft so ein bisschen untergetaucht. Gerade bei diesen beiden Weltmeisterschaften, wo sie den dritten Platz belegt haben, 1974 und 82, hatten sie gefährliche Stürmer in ihren Reihen. Gregor Szlato und Zbigniew Boniek, der dann auch später für Juventus Turin auflaufen sollte. Nächster Freistoß für die Osteuropäer. Netepi gegen Maciej Zurawski. Schiedsrichter hat ein bisschen was zu tun hier. Kommt aber immer noch ohne Verwarnung aus. Indirekter Freistoß für die Polen. Der geht ins komplette Leere. Frankowski. Mal in den Strafraum von Trinidad. Holen sie zumindest eine Ecke raus. Generell der Auftritt der Polen bisher bei dieser WM sehr, sehr vorsichtig. Durch alle drei Vorrundenspiele durchweg. Also sicher sieht anders aus. Czinovek. Mit dem Eckstoß. Der ist rausgeköpft. Die Polen bleiben aber erst einmal im Ballbesitz. Radomski. Szymkowiak zu Czinovek. Hätte es durchaus selber probieren können. Klasse gehalten von Shaka Hislop. Ball ist aber immer noch heiß. Die Polen jetzt einmal mit einem kleinen Moment. Shaka Hislop zu einer Parade gezwungen. Ebenfalls ein sehr erfahrener Mann. Zwischen den Pfosten. Vom karibischen Inselstaat. Die schon aufs südamerikanische Festland gucken. Oh, das ist ein guter Pass auf Dwight York. Der Ex-United-Stürmer. Jerzy Dudek ist zur Stelle. Haben sie den Superstar Trinidads, den Kapitän, komplett außer Acht gelassen. Jasa spielt übrigens, saß nicht auf der Bank. Dwight York jetzt mit der darauffolgenden Ecke, die ein bisschen zu kurz kam. Birchel. Dwight York, Chris Birchel hat versucht da sich anzubieten. Dwight York hat ihn nicht gesehen. Kommt er an, wäre es wieder eine interessante Entwicklung gewesen für Trinidad mit diesem Angriff.
Und dann gehen wir in die Halbzeitpause. Also Trinidad hat deutlich mehr vom Spiel. Auch alleine die Polen sehr passiv. Hier in den ersten 45 Minuten. Zwei, drei gute Möglichkeiten für Trinidad hier in Führung zu gehen. Auch die Polen hatten eine Chance. Hier sehen wir den ersten Schuss von Artis Whitley. Denn der Liverpool-Keeper nicht hätte parieren müssen, aber hey, auf Nummer sicher ist auf Nummer sicher. Und dann zum Schluss Dwight York. Das waren die beiden gefährlichen Chancen von Trinidad. Die von den Polen sehen wir nicht. Vielleicht sehen wir ja mehr in den zweiten 45 Minuten. Beide Mannschaften kommen unverändert aus den Katakomben. Drei nordamerikanische Mannschaften, drei asiatische Mannschaften. In der Runde der letzten 16 bei einer Weltmeisterschaft sieht man auch relativ selten. Sonst ist das Ganze ja eigentlich eher von Europa und Südamerika dominiert. Mal hast du eine afrikanische oder eine asiatische Mannschaft, die sich dann in der K.O.-Runde aus Sicht des großen Feldes verirrt. Bisher aber in den Top 4 eine Mannschaft, die da die Kette bricht, und das ist Südkorea. Beim Turnier 2002. Ball wäre super gewesen für Dwight York. Sonst europäische oder südamerikanische Mannschaft. Natürlich, wenn man unsere Rekonstruktion der WM 98 mitnimmt, haben wir ja noch die Mexikaner. Oh, jetzt Achtung, Chilobek. Auch da muss Shaka Hislop nicht unbedingt hingehen. Schuss ein bisschen ungenau. Winkel ungünstig. Für den Bundesliga-Legionär im Trikot der Polen. Kosowski, Achtung! Maciej Zurawski probiert gegen Hislop. Zurawski, Frank Tonko, da ist eine Lücke, Frankowski! Geh noch ein, zwei Meter, forcier Shaka Hislop raus, aus seinem Tor zu kommen. Oder ziel ihn auf den langen Pfosten. Das ist viel zu einfach für den Torwart. In seiner Ecke platziert, gibt zumindest die nächste Ecke für Polen. Wieder getreten von Czernowek. Raus damit. Whitley. Macht den Ball fest. Birchall. Raus auf die rechte Seite. Gut gesehen. Carlos Edwards. Wer ist in der Mitte als Abnehmer? Nur polnische Verteidiger. Aber es gibt Eckball. Der vierte Eckstoß. Trinidad. In diesem Spiel. Gefährlich. Den da in Heavy Traffic zurückzuspielen. Zu Jerzy Dudek. Avery John am Ball. Altus Whitley. Da
ist sofort einer bei ihm. Man weiß um die gefährlichen Flanken von Ortis Whitley Bescheid. So, nächster Schubser. Freistoß diesmal. In einer guten Position Stern John. Könnte es direkt probieren. Er versucht es Projekt. Er versucht es direkt. Wallace Edwards. Latipi. Gute Bewegung von Burchill. Versucht ein bisschen Platz zu verschaffen. Jetzt geht er mit auf die linke Seite raus. Achtung, gute Chance, aber klasse gehalten von Dudek. Stern John. Und die dritte Glanzparade des Liverpool-Keepers. Ein interessantes Spiel von Trinidad, was wir hier sehen. Nächste Ecke. Die fünfte insgesamt. Zu kurz aber. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis hier das Eis bricht. Die polnische Hintermannschaft und vor allem Jerzy Dudek in einem Moment der Unachtsamkeit vorfinden. Das Spiel der Polen dann eiskalt zu bestrafen. 20 Minuten haben wir dafür noch in der regulären Spielzeit. Latipi, da ist die Flanke! Stern John an den Pfosten. Dickste Möglichkeit für Trinidad. Czinovec geht. Mariusz Lewandowski kommt. Riesenchance für Trinidad hier. Das Tor zum Viertelfinale ganz weit aufzubrechen. Szymkowiak, das ist gelb. Ungestüm. Wie Burchill da in den Zweikampf geht. Da sieht er mit zurecht. Da sieht er zurecht die gelbe Karte. Ich meine, er war auch schon vorbelastet. Genau, seine zweite gelbe Karte. Das heißt, er würde in einem möglichen Viertelfinalspiel nicht dabei sein können. So ähnlich wie Sobolewski hier in diesem Achtelfinale. Latipi zieht zwei Mann auf sich. Keiner bietet sich an, um den Angriff an Leben zu erhalten. Maciej Zurawski. Jetzt für die Polen. Stan John. Das ist ein Freistoß. Das nimmt er an. Gegen Baschinski. Schiedsrichter muss viel Kommunikationsarbeit leisten hier in diesem ersten Achtelfinale. Ungewöhnlich, was wir bisher bei dieser Weltmeisterschaft gesehen haben. Oder ungewöhnlich für das, was wir bisher gesehen haben. Das ist das, was ich sagen möchte. Stark. Latipi, der geht auf die linke Seite raus. Zu Ortis Whitley soll der Ball. Baschinski trennt ihn fair. Szymkowiak gegen Burchill. Holt er sich zurück den Ball. Achtung, klasse. Zugestellt. Passweg somit nicht möglich. Zu Frankowski, Dennis Lawrence da. Der Mann, der diesen Angriff ad acta legt. 89. Minute läuft. Es steht immer noch 0:0. Trinidad hier
hat die Einladung der Polen definitiv akzeptiert zum Fußballspielen. Nun kann man es hier noch in der letzten Minuten, Nachspielzeit beträgt 3 Minuten, kann man es hier noch in der regulären Spielzeit entscheiden. Oder geht man auf die Verlängerung? Man geht auf die Verlängerung. So, 0:0 nach 90 Minuten. Wir sind jetzt nicht mehr in der Gruppenphase. Das bedeutet, wir kriegen Nachschlag. Golden Goal-Regel gibt es nicht mehr. Das klassische System greift. Verlängerung und Elfmeterschießen. Trinidad hätte es hier, gerade auch mit diesem Kopfball von Sturgeon in der 72. Minute, direkt entscheiden können. Trinidad, die bessere Mannschaft, die Polen auf das Teufel-komm-raus-Spiel. Und Trinidad gerade nach dem Spiel gegen Paraguay, wo man lange geführt hat und dann in der 90. Minute noch den Ausgleich kassiert hatte. Der kurze Schreckmoment, der war schon groß. Sehen wir es auch nochmal. Mehr Ballbesitz. Ein bisschen weniger Chancen im Insgesamten, aber trotz alledem Trinidad für mich die spielstärkere Mannschaft in diesem ersten Achtelfinale. Das sind wahrscheinlich Bilder, die wir häufiger sehen werden im Verlauf dieser Rekonstruktion. Die Mannschaften machen sich bereit. Platzwahl. Polen werden anstoßen, spielen von links nach rechts, wie in den ersten 45 Minuten auch. 2x15 gibt's. Kommt immer noch keine Entscheidung zustande. Gibt es ein Elfmeterschießen. Oh, das nimmt er an. Freistoß Trinidad und Tobago. Aufgelaufen. Klug gemacht. Der geht direkt in die Arme von Jerzy Dudek. In der Hoffnung, dass er irgendwie hier einen Fehler provoziert. Und zu einem Fehler gezwungen wird. Radomski. Czinkowiak. Trinidad ist beraten, das hier in der Verlängerung zu entscheiden. Frankowski. Czinkowiak. Und findet kein Durchkommen. Andrews, weiter Ball auf Dwight York gegen 2. Kommt er nicht ganz hin. Zurück zu Russell Atapi mit dem Ballverlust. Zurawski im Abseits gewesen da, deswegen konnte der weite Ball nicht kommen. Czinkowiak. Bisher eines der besseren Nullnummern, die wir bisher bei dieser WM-Rekonstruktion gesehen haben. Aber ich bleibe dabei. Trinidad ist gut beraten, hier mit einer Aktion das Spiel in ihre Richtung zu lenken. Dwight York ist einer, der sowas machen kann. Aber gegenüber steht ein exzellenter Schlussmann in Jerzy Dudek, wo die Männer von der Karibik sich die Zähne ausbeißen.
Es war nicht Dwight York, es war Stern John mit der Riesenchance. Gibt zumindest nochmal ein Eckball, die letzte Aktion in dieser ersten Hälfte der Verlängerung. Gefährlich. Nochmal Einwurf. Und Seitenwechsel. Man findet ein Mittel gegen die polnische Viererkette, aber man findet nichts gegen Jerzy Dudek. In diesen 105 Minuten macht der polnische Torwart das super. Wie gesagt, das ist immer noch die dickste Möglichkeit aus der regulären Spielzeit. Wir haben noch 15 Minuten zu gehen in diesem Spiel. 15 Minuten für beide Mannschaften mit einer einzigen Aktion das Spiel hier zu entscheiden. Whitley, schneller Pass auf Dwight York. Ball immer noch bei Dwight York. Und gegen Paraguay die frühe Führung erzielt hat. Im späteren 1:1. Dadurch, dass die Schweden gegen England nicht gewinnen konnten, hatten sie sich mit diesen 1:1 qualifiziert fürs Achtelfinale. Oh, Ball landet bei Zurawski, Ball landet bei Zurawski. Da brennt es lichterloh im Trinidad-Strafraum. Polen ist beraten, das Ding hier bis ins Elfmeterschießen durchzuschleifen. Weitaus weniger Spielanteile, ergo sind sie immer noch mental ein bisschen frischer. Russell Letterby, Trinidad und Tobago will. Links raus, kein Foul. Lewandowski. Szynkowiak, Żurawski und jetzt geht's schnell. Dennis Lawrence gegen Frankowski. Jetzt ist die Kette wieder geordnet und der Ballverlust vorprogrammiert. Bartscher. John. Achtung, ach, Frankowski, Missverständnis. Gibt es noch einen Angriff oder bleibt man dabei? Ja, ich glaube, man bleibt dabei. Und vielleicht ist noch eine Chance geben könnte. Nee. Also, erstes Achtelfinale und direkt geht's ins Elfmeterschießen, Freunde. Trinidad findet kein Mittel gegen Jerzy Dudek. Das passive polnische Spiel über 120 Minuten und jetzt gilt's natürlich. Wer zeigt hier Nervenflattern? Elfmeterschießen ist einfach. Ist ziemlich einfach. 5 Schützen, die meisten Tore gewinnen. Bei Gleichstand, Sudden Death, bis einer verschießt und einer trifft. Und es fängt Frankowski an oder Żurawski? Es ist Frankowski gegen Shaka Hislop. Oh, der Ball ist nicht drin! An den Querbalken wird er gesetzt. Shaka Hislop bleibt einfach in der Mitte stehen. Dwight York
gegen Dudek. 1:0 für Trinidad. Auch er bewegt sich keinen Meter. Zurawski macht die linke Seite offen. Oh, das ist ganz knapp. Mit genau Maß. Maciej Zurawski von der Unterkante der Latte springt er hinter die Torlinie. Kann somit ausgleichen für die Polen in diesem Elfmeterschießen. Sturgeon hatte die größte Chance in der 72. Minute gehabt. Der Kopfball, den er an den Pfosten gesetzt hat. Sturgeon verlädt Jerzy Dudek. 2:1 Trinidad. Der nächste ist Mariusz Lewandowski. Das ist lange Zeit. Und das ist zu einfach für Shaka Hissler. Der bleibt einfach in der Mitte stehen. Riesenvorteil für Trinidad und Tobago. 3:1. Otis Whitley trifft. Das heißt, wenn der nächste Schütze versagt, wenn da die Nerven durchgehen, ist das Spiel vorbei. Kamil Kozowski gegen Shaka Hislop. Gegen den Torhüter von West Ham. Er muss treffen. Und er trifft. 2:3. Da fällt eine ganze Menge Ballast ab. Und jetzt muss Jerzy Dudek beide Versuche für Trinidad und Tobago abwehren. Carlos Edwards gegen Jerzy Dudek. Erleben die Polen hier das Schweizer Albtraum. Ohne Gegentor aus der Weltmeisterschaft ausscheiden. Carlos Edwards. Das Spiel ist aus. Trinidad und Tobago auf nach Berlin ins Viertelfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Polen scheidet ohne Gegentor bei der Weltmeisterschaft 2006 aus. Und am Ende ist das hier mehr als verdient, wie dieses Spiel hier verlaufen ist. Trinidad und Tobago, nachdem sie gegen Dudek keine Schnitte hatten in den 120 Minuten, musste das Elfmeterschießen her. Und am Ende ist es Carlos Edwards, der Dudek auf dem falschen Fuß erwischt und diesen unhaltbar oben links in die Ecke einschlägen lässt. Der Traum, er hört nicht auf für den Inselstaat in der Karibik. Das Viertelfinale ruft, wer wird der Gegner? Das finden wir jetzt gleich raus. Wird es der Iran oder wird es Argentinien? Das jetzt im Anschluss. Von München geht's ins Leipziger Zentralstadion. Der Iran schafft es zum ersten Mal ins Achtelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft. In Leipzig wartet ein ganz harter Brocken, der auch noch nicht wirklich zu überzeugen wusste. Nämlich Argentinien. Der zweimalige Weltmeister. Mittlerweile bei den übrig gebliebenen Mannschaften eines der Top-Favoriten auf den WM-Titel. Und mit einem Sieg können sie hier komfortabel für die Runde der letzten 8 planen und Trinidad und Tobago genau studieren. Nachdem sie ja gerade im Elfmeterschießen das Viertelfinale gegen Polen erreicht haben.
Aber die Iraner haben eine Geheimwaffe. Den kennen wir aus der Bundesliga. Es ist nicht Ali Dai. Es ist Fahid Hashemian, der hier die Iraner mit seinen beiden Treffern in der Gruppenphase die Runde der letzten 16 klar gemacht hat. Die Party ist sowas von am Kicken in Iran. Man hat die K.O.-Runde einer Weltmeisterschaft erreicht. Wie ich schon gerade eben gesagt, dank Fahid Hashemian. Seine Tore gegen Portugal zum Unentschieden. Und der Siegtreffer gegen Angola beschert hier den Iranern ein Spiel gegen Argentinien. Der Sieger dieser Partie trifft im Berliner Olympiastadion auf Trinidad und Tobago, die Polen aus dem Turnier gekickt haben. In einem Spiel, was die Mannen aus der Karibik auch durchaus nach 120 oder gar 90 Minuten hätten entscheiden können. Nur Dudek war im laufenden Spiel nicht zu bezwingen. Vielleicht sehen wir hier einen anderen Spielverlauf. Weil ich immer noch keine so große Hoffnung dafür habe. Aber nun gut, lassen wir uns eines Besseren belehren. Argentinien in den klassischen blau-weißen Trikots. Von links nach rechts der Iran komplett in Rot. Für das größte Spiel in ihrer Fußballhistorie. Carlos Tevez. Beide Mannschaften gehen mit unveränderten Aufstellungen gegenüber ihren letzten Gruppenspielen in dieses Achtelfinale. Beide mit einem 1:0 Erfolg. Die Iraner gerade eben schon angesprochen gegen Angola. Die Argentinier mit einem Lucky Punch gegen Holland konnten sie das Achtelfinale klar machen und natürlich auch den Gruppensieg. Die ersten Minuten übernehmen die Albi Celeste. Für den Iran ist es selbstverständlich, diese Außenseiterrolle auch wesentlich einfacher zu spielen. Hernan Crespo. Das probiert Ibrahim Mirzapur. Kann ihn den Ball vom Fuß wegschnappen. Tevez. Juan Papasurin zu Juan Roman Riquelme. Hernan Crespo. War ein guter Ball, allerdings der Stürmer ist da im Abseits. Hernan Crespo. Das ist ein guter Ball auf Fahid Hashemian. An zwei vorbei, der dritte blockt den Abschluss. Ball kommt zurück. Abodanzeri ist zur Stelle. Der Schlussmann Argentiniens. Der sichere Rückhalt seiner Mannschaft.
Auch die Argentinier bisher noch ohne Gegentor bei dieser WM. Es sind einige Mannschaften, die das von sich sagen können. Aschemi findet keinen Mitspieler mit der Flanke. Ali Karimi sollte auch später in der Bundesliga Halt machen. Achtung, der kommt zurück zu Abbondanzieri. Das war eine überraschende Möglichkeit für den Iran. Aber da hat auch die Verteidigung nicht gerechnet. Und der Torwart Hussar ist relativ spät gescheit. Bescheid konnte allerdings diesen Angriff vereiteln. Riquelme. Kontrolle haben die Argentinier so ein bisschen abgegeben. Das verflüssigt sich so ein bisschen in den letzten Minuten. Der Iran mit Chancen. Die Argentinier. Nicht, dass sie hier auf die Rolle des Unterschätzen gehen. Das kann bitterböse enden. Das haben wir ja gerade gesehen auch im ersten Achtelfinale. Die Polen sehr passiv mit dem Spiel, haben Trinidad spielen lassen, aber das ist die Möglichkeit für Hernan Crespo. Mirzapur verhindert hier die sichere argentinische Führung. Riesenmöglichkeit. Hier mal 1 gegen 1. Käme mit der Balleroberung. Davis. Kein Foul. Also mal ein Befreiungsschlag. Und er ist gut. Carlos Tevez. Carlos Tevez. Hätte es direkt probieren können. Abschluss kommt für mich einen Tacken zu spät. Mirzapur klärt zur Ecke für Argentinien. Gefährlich. War ja mal gut gegangen. Olidai, der ist ein bisschen zu weit für Mehdi Madavik hier. Karimi. Den Ballverlust.
Casemian gegen Roberto Ayala. Riquelme. Mascherano. Abgefälscht. Wäre wohl direkt zu Crespo durchgegangen. Riquelme. Irgendwie kommt er da durch. Riquelme. Achtung, der Ball ist drin. Die Führung Argentiniens. Juan Riquelme. Es sah erst so aus, als ob der Ball irgendwie nach links herausgeht. Misapo kann den Ball nicht die richtige Richtung mitgeben. Und vorher schon irgendwie wieder Riquelme sich da durchwurstelt. Golmo Amadik geht auch nicht energisch genug in den Zweikampf. Rahman Rezaei versucht auch noch zu verhindern, was nur irgendwie möglich ist zu verhindern, aber am Ende gibt er es auf. Argentinien führt und das verdient auch zu einem psychologisch sehr wichtigen Zeitpunkt. Zwar vor der Pause direkt den Iranern da das Gegentor reingedrückt, auch wenn es erst nicht danach aussah, wie eben schon gesagt, wie der Riquelme sich da durchwurschtelt. 1-2, extrem gute Chancen. Ich erinnere noch, was sie hier nicht mehr zeigen, die 1-gegen-1 Situation von Crespo, relativ noch in der Anfangsphase ist es gewesen, wo man hätte durchaus die Führung erzielen können. Und dann muss ein bisschen Glück daherkommen für den zweimaligen Weltmeister 1978 und 86. Argentinien führt zur Pause mit 1-0 gegen den Iran. Gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Wer weiß, was uns da noch erwartet. Wir haben ja schon viel in dieser Rekonstruktion gesehen. In diesem World Cup Replay, Hashemian. Direkt mit dem Offensivgedanken kommt er da raus. Versucht auch direkt Gabriel Heinze zu stören. Mascherano. Hashemian. Raus auf die rechte Seite, Malavikia, Dai, nicht im Abseits. Ali Dai, Flanke ist gut, Kopfball, Hashemian. Das wäre so eine Situation gewesen für den Iran. Geht nur leicht links am Tor vorbei. Gute Möglichkeit, guter Angriff auch. Sandy mit dem Fehlpass. Hat seinen Fehler aber wieder mit. Der gebürtige Emder. Wir kennen. Den Ball nach vorne. Mit der Führung können die Argentiner sicherer spielen. So, Tevez gegen Rezaei. Abschluss, naja. Geht ja doch zentral auf den Torwart. Mirzapur ist so auf zur Stelle. Ohne große Schwierigkeiten. Einmal hatte die Mannschaft
des Iran so einen ähnlichen Bock von Mirzapur. Nennen wir es Bock, auch wenn es keiner war. Ausgebessert. Das war gegen Portugal. Da hat man noch spät den Ausgleich erzielen können. Achtung, Hashemian. Aber dann Seri im Nachfassen. Stunde rum. Abseits, Ali Dai. In seinem womöglich letzten Fußballspiel. Wie es dann aber ausschaut. Es wird gewechselt. Walter Samuel. Mit dem Freistoß, der allerdings postwendend wieder beim Gegner landet. Holla! Gute Chance des Iran da. Schnell und kompromisslos. Kasemian. Flanke ein bisschen zu weit. Madavikia. Ebenfalls mit dem Versuch der Flanke. Ricken. Oh. Ja, muss er raus. Heftigst erwischt. Christian Gonzalez kommt. Nicht Christian, Luis Gonzalez ist es. Der Mann mit der Nummer 17. Hier am Ball. Da schickt Carlos Tevez. Ein bisschen Platz. Rechtes Crespo, probiert's alleine. Mirzapur noch dreimal, gibt's Ecke. Sieht nicht danach aus. Gonzalez, wieder ein guter Ball. Carlos Tevez. Junge, Junge, Junge. Was verballert der hier an Chancen in Hülle und Fülle. Das wird mir als Trainer nicht gefallen. Hätte man hier schon mehrfach die Entscheidung auf dem Fuß. Nicht, dass das hier Backfire gibt. Kasemian. Hat geht Abstoß. Karimi, weiter Ball, der ist gut! Azizi! Khodadad Azizi hat auf einmal nur noch den Torwart vor sich. Mascherano, González. Luis González, wieder ist Carlitos Tevez da. Mirzapur, Achtung! Da ist es! Das wird die Entscheidung sein, Hernan Crespo. 2-0. Chancenwucher Carlos Tevez. Mirzapur kann ihn nur abklatschen lassen. Und Crespo ist dann der Abstauber ins leere Tor. 2-0 für Argentinien. Damit dürfte das Ding eigentlich gegessen sein.
Da sehen wir ihn. Ayala ist mit dem Fuß dazwischen. Maravik hier. Bringt den Ball nochmal in den Strafraum. Nächster Wechsel bei den Argentiniern. Walter Samuel geht. Man bleibt immer noch ohne Gegentor. Gonzalo Rodriguez kommt. Gonzalo Javier Rodriguez. 1:1 Wechsel. Hashemian nochmal. Ali Dai mittlerweile ausgewechselt. Deswegen Khodadad Azizi auf dem Feld, der seine Position eingenommen hat. Kein schöner Abschied von der Fußballbühne, aber der Iran als Fußballnation kann auf dieses Ergebnis hier bei dieser Weltmeisterschaft stolz sein. Man hat zum ersten Mal überhaupt die Teilnahme an der K.O.-Runde gesichert. Und es braucht einen richtig guten Tag, um Argentinien zu schlagen. Gerade auch in der Konstellation. Nicht umsonst waren sie auch schon vor dem Beginn des Turniers einer der Geheimfavoriten, wenn nicht sogar einer der Topfavoriten auf dem WM-Titel. Das geht hier zumindest weiter. Argentinien gewinnt mit 2:0. Man steht im Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft und es erwartet Trinidad und Tobago. Die auch einen sehr guten Run bisher haben bei dieser Weltmeisterschaft. Und nun erwartet denen den Weltmeister von 1978 und 1986 vielleicht ohne Carlos Tevez. Da muss José Peckermann auf jeden Fall mal ein bisschen was unternehmen dort. Qualitätspersonal haben sie ja nebenbei noch im Sturm. Neben Rodrigo Palacio und Javier Saviola mal als Optionen genannt. Juan Riquelme, leider hat er sich verletzt nach dem Tackling, nach dem bösen Tackling. Nu! Das war's auch heute. Haben wir schon zwei interessante Spiele gesehen. Morgen geht es weiter mit dem ersten Achtelfinale, das auch nach dem Turnierbaum her gepasst hat von damals. England gegen Ecuador. Wir sind live in... Oh, wo sind wir denn? Sind wir in Frankfurt? Sind wir in Stuttgart? Wir sind in Stuttgart im Gottlieb-Daimler-Stadion. Ehe wir dann, wenn die Entscheidung dort gefallen ist, dann nach Nürnberg fahren ins Frankenstadion. Die Schlacht von Nürnberg zwischen Portugal und den Niederlanden wird es nicht. Die Niederlande ist zwar dabei, vielleicht wird es ja eine andere Schlacht. Mit Mexiko als Gegner. Unser erstes Viertelfinale steht für den 30. Juni. Trinidad und Tobago gegen Argentinien. Wir suchen das zweite Viertelfinale am jenen 30. Juni. Macht's gut, erholt euch gut. Mein Name ist Mr. Waldzahl. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder.